auch bei euch mit Blechbeet-Gucke vorbeigehen. Herzlichen Dank für die musikalische Umrahmung des Narrenwarnstellens. Und wir sind fast soweit. Der Baum hat das Loch erreicht. Genau, und feuere doch mal ein bisschen her. Machen wir nochmal. Ho! Ho! Das dauert noch ein bisschen, dann musikalisch Musikverein Wieblingen, bis der Baum sein Ziel erreicht hat. Und der Narrenbaum für die Ulmer Fasnet steht. Von nun an bis zum nächsten Mittwoch rufe ich die hohe Zeit der Fasnet in Ulm aus. Zong! 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 Nari! 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 Es regiert das Narrenrecht. Und das Sagen haben ab sofort die Narren. Das Springen, Jucken und Tanzen auf den Straßen und Gasse gehört ab sofort für jedermann zur närrischen Pflicht. Die Sparstunde ist aufgehoben. Stadt Ulm hat seine Tätigkeit ab sofort ganz auf das närrische Treiben umzustellen und bis Aschermittwoch keine Entscheidungskraft mehr. Das wird sowieso nichts bringen, denn was Gescheites kommt da eh nicht dabei raus. Es hat jeder, jeden mit Du anzusprechen. Die Ordnung in der Stadt ist aufgehoben. Und wer versucht, den Narrenbaum umzusägen, der soll vom närrischen Fluch befallen werden
und wird mit einer Strafe von 1000 Euro und 100 Liter Ulmer Schorle zur Kasse gebeten. Und ein letztes, das Berühren des Barmes ist für jeden Pflicht, denn ein Narrenspruch sagt, dass wer an diesem Fest nicht dabei ist, den Barm nicht berührt hat, die nächste Fastnacht nicht erleben wird. Und nun wollen wir den Narrenbarm gießen, damit er Früchte trägt. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß, denn wir haben auch noch ein, zwei Programmpunkte für euch vorbereitet. Der Watschen Schneller und der Maskentanz der Sevelinger Bautzer, den ich euch jetzt schon ansagen darf. Sodass wir im Anschluss noch ein bisschen Wärmeprogramm machen für euch und laden euch dann natürlich jetzt schon herzlich ein mit uns zum Verweilen im Narrenzelt hier am östlichen Marktplatz, aber auch um 19.30 Uhr zur Ulmer Fastnacht Party unter dem Motto Stars und Sternchen von Ulm bis Hollywood. Und natürlich jetzt schon herzlich willkommen am morgigen Narrensprung 14 Uhr hier durch die Ulmer Innenstadt. Aber nun, die Karpatschen schneller!